Studierenden Feedback zu ihrem Lernstand geben. In der guten alten Zeit, da scharte der Meister seine 3, 4 Schüler um sich, lehrte sie und sie alle wussten natürlich stets, wie weit sie schon waren. Heute, da stehen sie manchmal vor ein paar mehr Gesichtern. Wenn sie da jedem Feedback geben würden, da wäre die Sitzung rum, bevor sie auch nur mit der ersten Reihe durch sind. Wie wäre es, das automatisch zu erledigen? Stellen Sie sich vor, Sie könnten während Ihrer Veranstaltung Fragen an die Wand werfen und die Studierenden könnten direkt antworten. Mit Ihrem Notebook, Tablet oder mit Ihrem Smartphone. Anonym. Und das Ergebnis würden alle sofort sehen. So könnte jeder sein Wissen testen und Sie sähen auf einen Blick, wie viele mitgekommen sind. Oder wo Sie nochmal eine Wiederholung einbauen sollten. Das ILIAS-Objekt Live Voting bietet Ihnen genau das. Oder würden Sie lieber einen Test für zu Hause erstellen? Dann könnten Sie sogar differenzierte Rückmeldungen einbauen. Wenn jemand eine falsche Antwort gibt, würde er oder sie direkt passende Lehrmaterialien bekommen oder einen weiterführenden Link. Das geht mit dem ILIAS-Objekt Test. Und noch etwas ausgefeilter, Sie könnten Ihren Studierenden die Aufgabe übertragen, sich gegenseitig ein Feedback zu geben. Genau wie bei den Peer-Reviews der wissenschaftlichen Zeitschriften. Hier würden alle Studierenden als erstes eine von ihren Fragestellungen bearbeiten und zu einem festgelegten Termin einreichen. Dann würden diese Texte automatisch an andere Studierende weitergeleitet, die dazu ein Feedback schreiben. Die Regeln für gutes Feedback können Sie dort auch gleich hinterlegen. So würden sich die Studierenden nicht nur mit ihren Aufgaben auseinandersetzen, sie würden sich auch als Reviewer mit den Kriterien für eine gute Leistung auseinandersetzen und auf der anderen Seite als Reviewte individuelles Feedback bekommen. Wenn Sie möchten, gehen die Arbeiten und die Feedbacks auch noch an Ihre Tutorinnen und Tutoren. Die können dann gegensteuern, falls etwas ganz schief läuft. Umsetzen können Sie das mit dem ILIAS-Objekt Übung. Schauen Sie mal auf https://ilias.uni-gießen.de/wegweiser/feedback. Da haben wir Schritt-für-Schritt Anleitungen und Beispiele zum Reinschnuppern. Oder Sie lassen sich von uns persönlich beraten. e-learning@hrz.uni-gießen.de